Im Wesentlichen beginnt der Boom dieses Fotografierens von unten erst nach dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hat nämlich die Kameraindustrie im großen Umfang einfache, leicht zu bedienende, relativ kleinformatige Kameras in die Schützengräben geliefert und dort eine immense amateurfotografische Bewegung in Gang gesetzt, deren Ergebnisse jetzt aller Orten in den diversen Ausstellungen zum Jahr 1914 eine Rolle spielen. Und aus dieser Konstellation ergibt sich nennenswert dieses Phänomen Arbeiterfotografie. Das dialektische Gegenstück zu diesem massenhaften Privatisieren des fotografischen Blicks ist der starke Aufschwung der illustrierten Zeitungen, massenillustrierten, vor allem in der Zwischenkriegszeit, also in der Weimarer Republik. Das war die Situation, auf die sich Mitte der 20er Jahre auch die Arbeiterparteien zunehmend bezogen. Diese Situation, dass die Illustrierten eine zunehmende Bedeutung bekamen, hat auch die KPD und eben auch die SPD beflügelt, ihre eigene Medienpolitik neu zu überdenken, die bisher weitgehend bis auf Schmuckblätter schriftlich gewesen war, also textlich argumentierte und nur sehr gelegentlich mit Bildmaterial ausgestattet war. Die zentrale Figur in Deutschland für diesen Anpassungsprozess ist Willy Münzenberg, Reichstagsabgeordneter, Verleger, umtriebiger Organisator, der Organisator vor allem der Internationalen Arbeiterhilfe, mit der ja auch hier im Haus Käthe Kollwitz ziemlich intensiv verbandelt war und der 1925 auf der ersten Reichsagitations- und Propagandakonferenz der KPD die entsprechende Initiative ergriffen hat, hier nun zu einem Umschwung beizutragen, wenn man auch die schlecht oder ungern sich mit Geschriebenem auseinandersetzen wollen, erreichen wollte, müsste man sie über Bilder erreichen, weil die, so der bis heute ja noch andauernde Mythos, von jedem direkt, unmittelbar und unverfälscht verstanden würden. Münzenberg hat in der von ihm aufgebauten Arbeiter Illustrierten Zeitschrift Anfang 1926 einen Aufruf publizieren lassen zu einem Preisausschreiben, das das Gründungsdokument der dann im nächsten Jahr offiziell in Erfurt gegründeten Arbeiterfotografen Organisation Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands gewesen ist. Sie ahnen vielleicht mehr, als dass Sie es genau sehen, einige Themen, die dann im Weiteren eine zentrale Rolle spielen, sind angesprochen. Hier rechts Technik, unten in der Mitte Arbeit im technischen Zusammenhang, links Gruppenbildung von Arbeitern in Arbeits- oder Freizeitzusammenhängen und unten rechts Kulturveranstaltungen der unglaublich reichen Arbeiterkulturbewegung, die ja von Arbeiterabstinentenbund bis durchs ganze Alphabet hinein eine Vielfalt von differenzierten Fachorganisationen, Vereinen, Verbänden umfasste. Wir sehen eins, ein großer Teil der Bilder, die wir im Rahmen dieses Projekts erschließen konnten, sind Gruppenaufnahmen. Das hat natürlich damit zu tun, dass vieles an dem, was sogenannte politische Motive waren, 1933 in den Ofen gesteckt wurde. Vieles als nicht ablieferungswürdig erkannt wurde, aber eben doch wesentliche Erinnerungen darstellen, auch an das Leben politischer Organisationen. Wir sehen hier unten in der ersten Reihe, den dritten von links, Hermann Duncker, den Gründer der marxistischen Arbeiterschule, Mitbegründer der KPD vor dem Ersten Weltkrieg,
ein gefragter und berühmter Wanderlehrer der SPD, der im ganzen Reich herumreiste, um Bildungskurse zu geben, hier vor dem Volkshaus in Bermsgrün, einem Arbeiterdorf in der Nähe von Aue und Schwarzenberg im westlichen Erzgebirge. Man stellt sich in guter Ateliertradition auf zum Gruppenbild, so dass man links noch den Giebel des Arbeiterheims, was in Eigenarbeit errichtet worden war, sehen kann. Etwas verschoben, eine sehr konventionelle, aber trotzdem auch gleich wieder schräg gerutschte Konstruktion. Eine Aufnahme von Kurt Beck, einem Schlosser, der zu der Zeit ungefähr Mitte 20 war. Man muss sich vergegenwärtigen, ich sagte ja, so bis 1900 war in diesem Milieu das Fotografiert werden oder selbst fotografieren im Grunde genommen undenkbar. Das ist gewissermaßen die zweite Generation von denen, die überhaupt in den Genuss kommen können, sich fotografieren zu lassen. Und die, die da fotografieren, sind fast die erste Generation. Junge Männer zwischen Jahrgang 1900 und Jahrgang 1910, die Ende der 20er Jahre 20, 25, höchstens 30 waren. Es ist also ein ganz eine frische Erfahrung, dass man sich selber nicht nur auf der Straße zeigen, sondern dass man sich beim Gesehenwerden auch fotografieren lassen kann und für einen selber Erinnerungen generieren. Ein weiterer Typus dieser Erinnerungsbilder: man baut sich in dieser Ateliersituation auf, erläutert aber den Zusammenhang, in dem man das tut. Hier durch eine Aufschrift eines Transparents, die sich auf den sogenannten Blutmai in Berlin vom Anfang Mai 1929 bezieht, wo auf illegale militante Demonstrationen der KPD in Berlin dann von Polizei geschossen wurde mit über 30 Toten. Darauf bezieht sich dies, aber es ist eine freundliche Erinnerungsszene einer Gruppe von junger Genossen des Kommunistischen Jugendverbands in einem der Dresdner Stadtteile. Und auch hier haben wir es mit einem Transformationsprozess dieser Art zu tun. Eine Aufnahme von Hans Bresler, einem angelernten Arbeiter in einer Blechwarenfabrik in Dresden, der in der Industriestadt Freital bei Dresden lebte und dort die Ortsgruppe der Vereinigung der Arbeiterfotografen aufbaute und der hier seine Mutter bei der Küchenarbeit fotografiert. Ein relativ seltenes, porträtähnliche Genreaufnahme. Man ging selten so nah ran an die Sujets. Man fotografiert im eigenen Umkreis, man fotografiert Verwandte, Bekannte, Freunde. Es ist soweit private Erinnerung, aber sie wird zum sozialen Dokument, zumindest in der Erinnerung, weil Hans Bresler, als er diese Fotografie dann Anfang der 1980er Jahre an die Deutsche Fotothek übergab, in den begleitenden Dokumenten einen Titel überliefert hat, der heißt Kartoffel, immer nur Kartoffel zu Mittag. Und so wird diese Szene, bei der man sich zunächst mal nichts Böses denkt, zu einem Zeugnis einer fast ausschließlich fleischlosen Ernährung bei schwerer Arbeit und bekommt dadurch, aber eben nur durch die Erzählung und die schriftlich festgehaltene Erzählung einen sozialpolitischen, einen kritischen, einen anklagenden Akzent. Aber sehen tun wir es im Grunde genommen nicht. Hauptanspruch der Arbeiterfotografen war, Arbeit zu zeigen. Das gelang nur im öffentlichen Raum, bis auf wenige Ausnahmen. In den Fabriken war das Fotografieren untersagt. Es gibt beispielsweise auch einen Aufruf des Sächsischen Industrieverbandes nach der Gründung der Arbeiterfotografenorganisation, wo die Mitglieder des Verbandes, also die Industriellen, gewarnt werden vor Betriebsspionage und vor Fotografien, die
Unruhe stiften könnten. Wenn problematische Situationen fotografiert worden wären. Man weicht im Wesentlichen auf die Straße aus, wo aber die außer Straßenarbeiten oder Verkaufssituationen dann doch nicht das Zentrale an dem Produktionsgeschehen passiert. Außer Genreaufnahmen im öffentlichen Raum und eben diesen privat zugänglichen Räumen waren aber vor allem Bilder zugespitzter Situationen gewünscht. Und zwar im Wesentlichen von denen, die die Presse machten. Spektakuläre Szenen vom Elend, dort, wo die Bourgeoisie am verfaultesten, das Elend am stärksten, der Widerstand am größten ist, dort fotografieren wir. Eine solche Situation war der schon erwähnte 1. Mai 1929 in Berlin, wo zwar der kurzzeitig mit der KPD sympathisierende Fotospezialist Hans Windisch schrieb, also wo waren wir denn? Wir waren ja überhaupt nicht da, wir müssen das lernen. Sind doch einige Fotografien entstanden, die dann auch publiziert wurden als beispielhaft, aber das waren Ausnahmen. Ich kenne aus den Beständen, die wir haben, nur eine Sequenz, die mitten in der Aktion, und zwar einer bedrohlichen Aktion, fotografiert worden ist. Sie erkennen aber hier, es ist hinten ein Reitertrupp, der in eine illegale Demonstration in Leipzig 1932 einreitet, um diese aufzulösen. Fotografiert von Fritz Böhlemann, einem zu dieser Zeit arbeitslosen Schlosser, der merkwürdigerweise mit einer Leica fotografierte, also einem ausgesprochen teuren, leicht beweglichen, schnellen, sicheren Gerät. Die Regel politischer Demonstrationsfotografie sehen Sie hier. Hermann Leupold, der Bildredakteur der Arbeiter Illustrierten Zeitung, aus der das ein Detail ist, hat über die Rubrik aus der Arbeiterbewegung in der AIZ geschrieben, es handelt sich da um die Schreckenskammer der Zeitung. Immer gleiche Aufnahmen von immer gleichen Standorten. Er hätte den Eindruck, manche Genossen würden den Ehrgeiz darin liegen, immer an derselben Stelle am 1. Mai zu stehen und im selben Moment immer drauf zu drücken. So stereotyp sei das. Außerdem immer zu weit weg. Keine auf zugespitzte Situationen, auf anekdotisches, auf persönliches hin ausgelegte Situation, die dann schließlich nur in solchen Zusammenhängen, also hier sehen Sie das, was Sie gerade in groß sahen, als Bilderbogen-Layout Verwendung finden konnte, zusammengehalten dann durch solche Symbolgruppen, wie sie die professionellen Presseleute eigentlich immer von den Arbeiterfotografen erwarteten, die entweder dieses Pathos des offenen kämpferischen Blicks in die Zukunft in sich hatten oder eben solche zugespitzten Situationen oder Elendsschilderungen oder was auch immer einprägsam nah dran. Warum ist das so? Ich denke, es ist vor allem zu lernen gewesen, dass man nicht für sich fotografiert, sondern für andere. Dass man nicht das Foto im unmittelbaren Umfeld zeigen kann und alle wissen, was drauf ist, obwohl man kaum etwas sieht, sondern dass man lernt, von den eigenen Erfahrungen gewissermaßen zu abstrahieren und eine Nachricht für andere zu produzieren, die nicht dabei waren, die nicht wissen, wer das ist, die mitgenommen werden müssen durch eine verallgemeinerte Situation und durch eine verallgemeinerte Komposition, also etwas, was in Richtung Symbolbildung geht. Mit solcher Symbolbildung haben wir es hier zu tun. Eine Szene, die verschiedene Teilkulturen von dem,
mischt, worüber ich teilweise schon gesprochen habe. Eine freundliche Szenerie, aufgenommen während eines Agitationseinsatzes zur Reichstagswahl 1930 im Dresdner Arbeiterstadtteil Pieschen. Die Frauen gucken untereinander, die links guckt auf den Fotografen. Die beiden Männer in der Mitte, rechts und links dieser selbstgebastelten Litfaßsäule, gucken auch auf den Fotografen. Es findet das statt, was ein Kritiker in der Zeitschrift Der Arbeiterfotograf als das Verständigungsspiel zwischen dem Fotografen und den fotografiert werdenden bezeichnet hat und das man nicht haben wolle, weil man wolle nicht sehen, wie Leute beim fotografiert werden und das Wahrnehmen, den Akt der Aufnahme, sich also medial verhalten, sondern man wolle sie bei den eigentlichen Tätigkeiten, bei der Arbeit, beim Kampf, bei was auch immer, doch nur zeigen. Hier ist das gemischt. Und zwar ist es gemischt vor allem nicht nur in der Grundsituation, sondern es ist auch gemischt vor allem in diesen beiden Figuren, diesen beiden jungen Männern, wobei dieser hier, zwar ohne das Abzeichen, aber doch die Uniform des Roten Frontkämpferbunds trägt, der im Vorjahr verboten worden war, nach diesem Berliner Unruhen, also der Wehrorganisation der KPD. Die SPD hatte das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die Nazis hatten die SA, also verschiedene an Parteien angelehnte Wehrorganisationen. Eine Leistung des Designers John Hartfield, der das Zeichen des Rot-Frontkämpferbunds entwickelt hat, Mitte der 20er Jahre, und hier in einer Montage als Titelseite der Parteizeitung Die Rote Fahne den heroischen Grundtypus von dem aufgebaut hat, monumentalisiert, mit leichter Untersicht, mit strammem Blick nach vorne, kein Lächeln, sondern nur die Aufgabe vor sich, eine als martialische Körperpanzerfigur, ein völlig anderer Habitus, den aber diese jungen Männer versuchen nachzustreben, sich selber als Zeichen in diesem Bild zu verstetigen und damit dieser Gesamtkonstellation auch eine programmatische Ebene zu geben. Wie wichtig dieser Gruß und die Aufnahme dieses Grußes gewesen ist, sehen Sie hier in dieser verwackelten Aufnahme von Kurt Burkhardt aus dem Reichspräsidentenwahlkampf 1932 in Dresden aufgenommen, wo die deswegen aufbewahrt wurde, weil hier Ernst Thälmann zu sehen ist. Eine theatralische Geste der martialischen Abteilung, während andere Formen der Bildverwendung ziviler daherkommen. Hier zum Beispiel selber Reichspräsidentenwahlkampf 1932 mit Sandwiches, hier vorne Bild von Thälmann. Vielleicht haben einige von Ihnen die Ausstellung von Lotte Jacobi hier im Haus gesehen. Das ist eins der Porträts, das Lotte Jacobi von Thälmann gemacht hat. Das andere mit Schiebermütze sehen wir auch noch. Diese Verwandlung auch einer Person in einen Markenartikel, in einen Gestus, in ein Programm, sieht man jetzt an einer kleinen Serie von Aufnahmen, auch von dem schon erwähnten Fritz Böhlemann aus Leipzig. Hier Thälmann groß, nur der Name mit einer Unterschrift. Oder hier wiederum Sandwiches, Arbeiterwelt Thälmann. Eine schriftorientierte Propaganda, die aber eben doch als Bild im öffentlichen Raum funktionieren soll und die es dann auch geschafft hat, in die Sächsische Arbeiterzeitung hier oben
als beispielhafte Form von Agitation aufgenommen zu werden. Also die Medien sind wirklich Medien, also zwischen Membranen, zwischen verschiedenen Aggregatzuständen sozialen Handelns, also dem unmittelbaren körperlichen Handeln im Raum von Mensch zu Mensch, Eroberung des Stadtraums, sichtbar werden im öffentlichen Raum und dann eben Durchgang durch die mediale Station und schließlich dann Ausdehnung, erhoffte zumindest. Also es sind auch montierte Situationen, in denen privates Erinnern und öffentliches zusammenstößt. Ein wunderbares Beispiel kann ich Ihnen hier zeigen, ein privates Album. Links von dem bereits erwähnten Fritz Böhlemann, links seine Frau, Verwandte beim Skifahren im Erzgebirge, oben rechts die fünf Aufnahmen, nicht von ihm, sondern von einem Fotografen aufgenommen, Reichsjugendtag in Leipzig, Ostern 1930. Und unten drunter, das nackte Mädchen, ist die Tochter Böhlemanns, die 1932 geboren ist. In dem Moment, wo das Album angelegt wurde, hat man, wie ich denke, eine programmatische Montage gemacht. Man kombiniert die politische Zukunft der Partei mit der persönlichen Zukunft. Man kämpft für das Kind oder das Kind ist Garant einer Zukunft, die man auch der Partei zutraut. Auf jeden Fall eine für den privaten Gebrauch erzeugte allegorische Situation, wo sich das Politische und das Private untrennbar miteinander verschränkt und in einem seltenen Fall eben in dieser auch ganz persönlichen Ebene gezeigt werden kann. Wobei diese noch, ich hatte das ausgespart, ein ganz wesentliches Element hier in der Mitte. Eine selbstgebastelte Litfaßsäule, die ganz offensichtlich mit aus der Arbeit der Illustrierten Zeitung und anderen illustrierten, ausgeschnittenen Bildern ausgestattet ist, die also auf ein angelegtes Archiv zurückgreifen muss. Es gab in der Arbeiterfotografenbewegung relativ heftige und kontroverse Diskussionen über die Rezeption der sogenannten ästhetischen Avantgarde, also dem, was das neue Sehen gemacht hat, Großaufnahmen von künstlichen oder natürlichen Gegenständen, Strukturfotografien, Verkürzungen von oben, von unten, von schräg nach hinten und umgekehrt. Es wurden die Arbeiterfotografen von ihren Funktionären davor gewarnt, sich auf dieses modische Zeugs einzulassen. Sie sollten bei dem bleiben, was sie könnten, was ihr Milieu sei, was ihre sozialen Erfahrungen wären, was ihre Bilderfahrungen seien. Sie sollten objektive Dokumente von dem schaffen, was ist, und diese Multiperspektivität vermeiden. Die Propagandisten dieser Position wurden dann auch ziemlich schnell rausgeekelt aus der Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands. Aber in der zentralen grafischen Werkstatt der KPD, hier der Beleg, die Zeitschrift Die Kämpferin, Zeitschrift für die werktätige Frau, sehen Sie ein Motiv, was eben mit der Bildsprache dieser ästhetischen Avantgarde arbeitet. Eine Montage von Max Gebhardt, der am Bauhaus studiert hatte und sich dann als freiberuflicher Grafiker durchschlug, unter anderem eben wesentlich für die KPD gearbeitet hat. Eine Bauhaus-Kommilitonin im Arbeiterinnenkittel stellt also die Heroine dar, vor dem Hintergrund einer Aufnahme eines sowjetischen Fotografen, die kurz zuvor in der Zeitschrift Der Arbeiterfotograf als beispielhaft fotografiert worden, publiziert worden war und die man über die deutsch-russische Bildagentur Union Bild bezogen hatte.
So erschien das dann auch als Plakat. Diese Bildwelten haben verschiedene Parallele, zum Teil parallel praktizierte, zum Teil als Voraussetzung gewusste Bildwelten im Hintergrund. Dieses Foto ist vielleicht einigen von Ihnen beim Besuch der Ausstellung aufgefallen. Es zeigt die Geschäftsstelle der Internationalen Arbeiterhilfe in Dresden. Vor der Türe hier eine ganz offenkundig inszenierte statuarische Situation einer Geldspende. Eine Frau in Kittelschürze steckt also in die mit ihren beiden Töchtern, mit ihren steckt in einer ihr hingehaltenen Sammelbüchse einen Obolus. Im Hintergrund hier zwei sich verbrüdernde Hände vor einer Weltkarte. Hier tretet ein in die Internationale Arbeiterhilfe. Und hier das Blatt Brot von Käthe Kollwitz, was sie 1924 zu der Mappe Hunger gestiftet hatte, die internationale, die Künstlerhilfe der IAH herausgegeben hatte. Also diese Bildlichkeit, die sich hier zeigt, die Theatralität dieser Szenerie gehört mit zu den Ressourcen, aus denen die Arbeiterfotografie schöpft und auf die sie sich bezieht. Es sind also Traditionen der Alltagskultur. Es sind Traditionen von Allegoriebildung. Es sind bedeutungsaufgeladene Bilder und eben nicht bloß einfach Abschilderungen alltäglicher Situationen. Solche bedeutungsvoll inszenierten Bilder haben Tradition im öffentlichen Auftreten der Arbeiterbewegung. Hier ein Wagen, ein Propagandawagen für eine Demonstration vorbereitet. Ich erinnere mich, glaube ich, 1925 oder 26, der Roten Hilfe. Hier die Familie am Küchentisch. Dort der in den Turm eingesperrte Vater. Und dann fuhr das mit Pferd durch eine Demonstration. Hier eine Abschlussszene einer Saalveranstaltung. Eine Verbrüderung im Zentrum hier, eine Verbrüderungsszene, drei junge Männer. Wenn da drei zusammenstehen, ist das KJVD, ist das Sozialistische Arbeiterjugend und ist ein Parteiloser. Diese Trias reicht sich also die Hand zum Bunde, dann aber eben unter dem Bilde Lenins, was schon wieder die Einheitsfront in eine Verlautbarung der propagandistische Verlautbarung der KPD ummünzt. Solche lebenden Bilder, wenn sie sind im ausgehenden 18. Jahrhundert nach einer Vor- und Frühgeschichte auch im späten Mittelalter im bürgerlichen Milieu als Gesellschaftsspiel sehr en vogue gewesen. In den Goethes Wahlverwandtschaften spielen solche Szenarien, die nach vorliegenden Gemälden oder als Verbildlichungen von Gedichten aufgeführt wurden, eine bedeutende Rolle. Bis Ende der 20er Jahre sind solche Dinge in der Arbeiterbewegung aufgeführt worden. Gerne auch als Schlussallegorien von Veranstaltungen. Hier das Balalaika-Orchester der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur in Leipzig, wo man mit Bändern dann einen roten Stern flicht. Oder hier szenisch der Barrikadenkampf. Der Held schießt, der Held fällt, der Held wird in einer Pietà ikonografisch betrauert. Diese Theatralität ist das, was die Arbeiterbewegung
in der Eroberung des öffentlichen Raums ganz besonders auszeichnet. Und die, ich wiederhole das, die Folie ist, auf der die Bildlichkeit der Arbeiterfotografen sich bezieht und auf der sie funktioniert. Sie funktioniert dann zum Beispiel in solchen Szenerien, die mich immer an eine Laienschauspieltruppe bei der Aufführung des Stücks von Friedrich Wolff, Der arme Konrad aus dem Bauernkrieg 1517, erinnert, obwohl ich nicht weiß, worauf es sich bezieht. Hier wird ein Dokument vorgehalten, das man nicht erkennen kann, aber die Männer mit den Sensen und die Frauen mit den Heurechen haben sich zu einer Szenerie aufgebaut, die eben nicht nur Erinnerungsbild ist, sondern auch Protestbild ist. Und dann in der Illustrierten Bauernzeitung der KPD vom Oktober 1932 unter der Überschrift Zusammenstehen, diese Zwerg- und Kleinbauern in Bermsgrim im Erzgebirge haben verstanden, worauf es heute ankommt, zusammenstehen, Ausrufungszeichen und so weiter. Also als Gedenkbild der Solidarität, aufgenommen von dem erwähnten Kurt Beck. Und hier schlägt dann diese Verwandlung des lebenden Bildes in einer Fotografie wieder auf dem Umweg zurück ins wirkliche Leben. Auf einer Anschlagtafel des Bauernkomitees mit dem Signet der gerade geschmiedeten Sense, Zeichen der Bauernkriege. Hier rechts dieses Bild angepinnt. Es kommt an den Ort des Ursprungs zurück. Man wird reichsweit wahrgenommen. Es verbindet sich auf der Ebene der Zeitung eben dann doch dieser Flügel der Arbeiterbewegung zu einer virtuellen Kampf- und Interessengemeinschaft. Und links daneben sehen Sie eines der raren Beispiele, wie Bilder solcher Amateure in größeren Zusammenhängen aufgenommen worden. Wieder von Kurt Beck, wenn Sie in der Ausstellung waren, oben liegt das Original der Arbeit der Illustrierten Zeitung in einer der Vitrinen, ein Artikel von Bodo Use, Landwirtschaftsspezialist, im Jahr zuvor von der NSDAP zur KPD gewechselt, vorher in der Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein aktiv gewesen, schreibt Programmatisches zur Bauernfrage in der KPD und das wird mit Fotografien von eben diesem Kurt Beck illustriert und findet eben auch seinen Weg auf diese Anschlagtafel wieder. Die Rolle, die Schrift in diesen öffentlichen Auftreten hat, wo man sein eigenes Tun erklärt, ist ebenso neu wie das Fotografiert werden und Fotografieren. Ich weiß nicht genau, wann das losging, aber die bis ins späte 19. Jahrhundert sind Demonstrationen der Arbeiterbewegung ohne Schrifttransparente im Wesentlichen mit Fahnen, Gesängen, aber eben nicht mit Schrifttransparenten. Und um den aufklärerischen Charakter dieser Präsentationsform zu unterstreichen, die SA hat ausdrücklich und programmatisch ohne Transparente demonstriert. Sie hat keine Flugblätter verteilt. Sie erscheint nur als militärische Formation. Nur über den Marschtritt und ihre Gesänge äußert sie sich als militante Armee der NSDAP, während die Demonstrationen der Arbeiterbewegung erläutern, wofür es da ist. Und diese Erläuterungen sind so bedeutend, dass derselbe Fotograf, Erich Meinhold, Sie erinnern sich, er war auf dem ersten Bild, was ich gezeigt habe, auf diesem Bild mit Hermann Duncker zu sehen, entweder vor oder nach dieser Demonstration diese Schilder fotografiert hat und deren Bedeutung unterstrichen hat. Andere Formen der Präsentation, solche gebauten Agitationswagen, hier wieder mit Plakat Thälmann und hier unten die Variante auf das Plakat. Ich muss mich etwas beeilen, ich habe zu viel Zeit gebraucht. Solche Wagen werden in der Warenwerbung verwendet.
Solche Installationen werden in der Warenwerbung verwendet. Es sind Elemente des öffentlichen Raums, die aber eben auch als Bilder gedacht sind. Und man sieht hier bei dieser Aufstellung der Bild- und Rahmenparallelen Szenerie des aufgestellten Rot-Front-Kämpferbunds irgendeines Leipziger Vororts und den Demonstrationstransparenten. Das ist eine Szenerie, die sich erklärt, die als Realmontage zusammengestellt wird und dann fotografiert. Warum hat man das gemacht? Ich sagte bei der kartoffelschälenden Mutter, ja, Genreaufnahme, aber wo ist die Kritik? Hans Bresler hat in seinem Betrieb eine große Ausnahme, offenbar in der Nachtschicht und mit Blitz, Kollegen fotografiert, er hat aber auch Kollegen beim Frühstück fotografiert, hier eine Frau an einer Prägemaschine in einem metallverarbeitenden Betrieb. Es gibt eine ganze Reihe solcher Aufnahmen, die ich jetzt nicht zeigen kann. Aber wo ist die Kritik, wo ist die politische Ausrichtung? Und hier kommt nun das kombinatorische Prinzip, was sich mit diesem Tragen von Schrift, mit der Präsenz von Schrift im öffentlichen Raum, nicht nur in dem von der Arbeiterbewegung bestimmten, sondern einfach in dem in der bürgerlichen Öffentlichkeit durch Schrift geprägten Erläuterungen von dem, was dort ist, geprägt ist. Hier wird nun neben den essenden Kollegen am Arbeitsplatz die Arbeiter Illustrierte Zeitung Ende Februar 1932 mit dem Titelbild von Lotte Jacobi, Thälmann, neben das Essen gelegt, um zu erläutern, das ist die Perspektive. Solche Kombinationen, dafür habe ich einige sehr schöne Beispiele. Hier, hungriger Junge öffnet die Brotdose, Messer in der Hand, hat Hunger, findet eine etwas gewagte Konstruktion, die Zeitschrift Der Rufer, die Zeitschrift für die Arbeitslosen im westlichen Erzgebirge vor, mit einer Parole, die sich auf eine der Notverordnungen der frühen 30er Jahre bezieht und die eben eine weitere Verschlechterung der sozialen Verhältnisse zur Folge hatte. Oder hier eine auf den ersten Blick Alltagsszenerie, man liest eben Zeitung, auf den zweiten und dritten Blick drei Generationen lesen eine Zeitung, ein Junge, eine alte Frau und ein junger Mann. Der junge Mann ist der Fotograf Erich Meinhold, erkennbar an der Brille und dem Wuschelkopf. Und man liest die Arbeiter Illustrierte Zeitung zum 18. März. Der 18. März ist der Tag der Ausrufung der Kommune von Paris. Und damit wirklich alle Missverständnisse ausgeräumt sind, liegt hier vorne noch eine Ausgabe des Kommunistischen Manifests, sodass es sich wirklich um eine politische Allegorie handelt, die das historische Interesse und das politische Ziel mit Alltag in Verbindung bringt. Und natürlich macht die Frau Handarbeiten dabei. Es ist also der Versuch, alltägliche Szenerien gerichtet zu Fotomontagen auszubauen. Oder hier eins meiner Lieblingsbilder, wunderbar, der schlafende Mann auf dem Sofa, in die Kissen gesteckt, die Arbeiter Illustrierte Zeitung mit dem Titelbild zum mitteldeutschen Braunkohlenarbeiterstreik November 1927. Und oben zwischen den Fenstern, also fast überstrahlt als Epiphanie, Lenin. Und man kann sich überlegen, schläft er oder träumt er und wovon träumt er? Also eine durchaus mit Ausweitungen und Unbestimmtheiten versehene Szenerie, die also zu den Wegen gehört, wo eben Erfindung und Simulation eines Dokuments
in dieser Arbeiterfotografie zusammentreffen. Damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen angelangt und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.